Hallo und herzlich willkommen in der Sage 100. Unser heutiges Thema: intelligente Listen. Was sind intelligente Listen? Naja, in der Sage 100 sind das alle die Listen, die aussehen wie eine Tabelle. Als Beispiel die intelligente Liste hier im Control Center. Aber auch in dem Bereich der Auskünfte und auch in den Stammdaten befinden sich intelligente Listen. Die Funktionsweise der neuen intelligenten Listen möchte ich Ihnen heute gerne am Beispiel der Auskunft, Belegauskunft im Verkauf zeigen. Dazu starte ich diese ganz einfach. Zunächst mal für Sie zur Orientierung. Im oberen Bereich finden Sie alle Belege. Im unteren Bereich, im Detailbereich, finden Sie die Positionen zum jeweiligen Beleg. Vorab vielleicht die Info, es gibt zwei verschiedene Arten von Bildschirmlisten. Zum einen eine Bildschirmliste, eine intelligente Bildschirmliste für große Datenmengen, die nicht eingeschränkt sind, mit mehreren tausend Datensätzen als Inhalt, sogenannte Auswahllisten. Und die neuen intelligenten Listen für normale und eingeschränkte Datenmengen, die sogenannten Auskünfte oder Auskunftslisten. Wie man das umstellt und wie Sie sich für was entscheiden, schauen wir uns gleich im Detail an. Zunächst, was ist alles möglich mit den neuen intelligenten Listen? Dazu wechseln Sie ganz einfach ins Hamburger-Menü, in den Bereich Einstellungen. Und jetzt gehen wir die verschiedenen Möglichkeiten von unten nach oben einmal durch. Beginnen tun wir mit den Schaltflächen, die wir anpassen können. Dazu wählen Sie Hamburger-Menü, den Bereich Einstellungen und Schaltflächen anpassen. Nun öffnet sich ein neuer Dialog und über diesen Dialog können Sie bestimmen, welche Schaltflächen Sie künftig im Schnellzugriff haben. Ich wähle ganz einfach mal Bearbeiten, Beleg drucken, aber auch Löschen oder Kunde aufrufen. Die Reihenfolge, welche Schaltfläche als erstes angezeigt wird, können Sie entsprechend nochmal über diese Pfeile hier verändern. Übernehmen tun Sie das Ganze, indem Sie auf OK klicken. Nun sehen Sie hier im oberen Bereich eben die Schaltflächen, die Sie im Schnellzugriff haben müssen. Alle anderen befinden sich weiterhin im Hamburger Menü. Schauen wir uns den nächsten Punkt an. Dazu klicken Sie wieder auf das Menü Einstellungen und auf Listentyp und Aktualisierung. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt sogenannte Auskünfte. Auskünfte für eingeschränkte oder nicht allzu große Datenmengen. Hier wählen Sie ganz einfach aus zwischen Auskunft und Auswahl. Eine Auswahl ist für Listen mit vielen Datenmengen, mehreren tausend Datensätzen, die sie beinhaltet. Funktionalität dort ist eingeschränkt. Bei den Auskünften haben Sie alle neuen Möglichkeiten der intelligenten Listen. Sie bestimmen selbst, welche Liste eine Auskunft und welche eine Auswahl ist. Wir wählen ganz einfach Auskunft und lesen mal alle Datensätze, die möglich sind, nämlich in dieser Liste 2000. Auch hier übernehmen Sie das Ganze, indem Sie OK klicken. Dann haben wir weitere Möglichkeiten. Wechseln Sie nochmal ins Hauptmenü, also ins Hamburger-Menü, wählen Sie Einstellungen und dann haben Sie die Funktionalität Spalten ein- und ausblenden. Auf der rechten Seite haben Sie dann eine Vielzahl von Spalten, die Sie beliebig einfügen können, je nachdem, was Sie benötigen. Sie können zum Beispiel die Spalte Bearbeiter hinzufügen. Dazu wählen Sie die im rechten Bereich aus, klicken Sie an, halten die Maustaste gedrückt und packen die genau an die Position, an der Sie sie platzieren möchten. Nun ist der Bearbeiter hier platziert. Dann können wir sagen, ich hätte gern weitere. Ja, Sie sehen, das sind eine Vielzahl von Spalten. Ist der Beleg bereits gedruckt? Wann ist der Liefertermin? Wie ist die Projektnummer? Sie platzieren sich einfach genau diese Spalten, die Sie auch benötigen. Dann schließen Sie diese und Sie sehen, entsprechend werden die Spalten mit Inhalt gefüllt. Selbstverständlich können Sie die auch umpriorisieren. Auch hier einfach gedrückt halten, Bearbeiter, packen den nach hinten, lassen Sie ihn dort fallen. Selbstverständlich können Sie auch die Spaltenbreite verändern. Sie bauen sich Ihre intelligente Liste, wie Sie die benötigen. Dann haben wir noch weitere Funktionalitäten. Wechseln Sie wieder zum Hamburger-Icon, wieder in den Bereich Einstellungen und wählen Sie beispielsweise Summenzeile einblenden. Nun sehen Sie die Summe aller
Belege, die in der Belegauskunft im Verkauf geladen sind. Hier unten. Und auch das können Sie beliebig verändern. Sie können hier per rechten Mausklick in dieser Summenzeile sagen, wie groß ist die Summe, was ist der Minimalbetrag, der in dieser Spalte vorhanden ist, was ist der Maximalbetrag, wie groß ist die Anzahl und wie hoch ist der Durchschnitt meiner Belege in Summe. 6.836 Euro ist mein Durchschnittsbelegwert. Sie können aber mit den intelligenten Listen noch viel, viel mehr machen. Auch hier wechseln Sie wieder zur Einstellung und wählen Sie beispielsweise Gruppierfeld einblenden. Nun erscheint ein Gruppierfeld hier im oberen Bereich. Und das ist wirklich was Tolles, mit dem Sie arbeiten können. Sie können jetzt beispielsweise sagen, ich hätte gern gruppiert nach dem Jahr, bedeutet alle Belege innerhalb eines Jahres. Dazu wechseln Sie zur Spalte Jahr, markieren dieses Feld, ziehen es hier nach oben in diesen grauen Bereich, bis zwei Pfeile blinken. Sie lassen es dort fallen. Und jetzt sehen Sie hier, ist es gruppiert nach Jahr 2001, 2002, 2003 aufsteigend. Sie können das auch umsortieren, sodass es absteigend ist. Und jetzt haben Sie hier alle Belege aus dem Jahr 2017, alle aus dem Jahr 2016. Und so können Sie ganz einfach sehen, in welchem Jahr habe ich denn wie viel Umsatz gemacht. Und jetzt können Sie das noch mehrstufig tun. Sie nehmen auch die Belegart, packen die nach oben, lassen die fallen. Und auch hier sehen Sie jetzt, im Jahr 2017 haben Sie Anzahl der Auftragsbestätigungen. 10 Auftragsbestätigungen im Durchschnittswert von 1.108,80 Euro sind eine Summe von 11.088,03 Euro. Auch hier können Sie pro gruppiertem Bereich wieder Summen, Anzahl, Minimal-, Maximalwerte oder Durchschnittswerte angeben. Sie können also in der Applikation selbst entscheiden, wie Sie das Ganze gruppieren möchten. Sie können es auch gruppieren nach Auftraggeber zusätzlich oder nur, indem Sie sagen, wie viel Umsatz hat welcher Auftraggeber entsprechend in welchem Jahr gemacht. Sie sehen jetzt, 2017 hat der Auftraggeber D 100.162 Euro als Auftragsbestätigung umgesetzt. So können Sie das ganz beliebig einfach sich so aufbauen, wie Sie das benötigen. Und Sie lösen es auch wieder auf, indem Sie die Spalten ganz einfach wieder dort positionieren, wo sie denn hingehören. Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten. Sie haben noch eine Filterzeile. Auch die kennen Sie schon aus den alten Listen. Aber die neuen Listen können Sie an der Stelle noch deutlich besser verwenden. Sie können zum Beispiel sagen, ich suche auch einen Nettobetrag, der größer 1.000 Euro ist. Ja, jetzt haben Sie alle Belege mit einem Belegwert über 1.000 Euro und können Sie noch sagen, aber nur für die Auftragsbestätigung im Jahr 2017, 16 und 15. Ja, das heißt, Sie können sehr, sehr intelligent mit diesen Listen arbeiten. Sie sehen, das funktioniert auch alles sehr schnell. Ja, Sie haben also sofort einen Zugriff auf alle Daten. Sie können, wie gesagt, diese Gruppen, diese Summen können Sie verändern, wie Sie das möchten. Jetzt sehen Sie ganz einfach die Summen über alle Belege. Zusätzlich gibt es noch, um die Datenmenge einzuschränken, diesen Filter hier oben. Hier können Sie ganz einfach einen bestehenden Filter wählen, wenn Sie schon einen angelegt haben, aber Sie können auch einen beliebigen Filter selbst definieren. Dazu wählen Sie zum Beispiel, wenn Sie sagen möchten, ich hätte gern einen Filter, den ich immer und gleich anwenden möchte, sagen Sie, ich hätte gern einen Bearbeiter, der Sage ist. Jetzt können Sie diesen Filter neu speichern. Die Sage 100 fragt Sie, wie heißt der? Dann nennen Sie den beispielsweise Sage Bearbeiter, speichern das Ganze ab, sagen Anwenden. Und nun haben Sie alle Belege des Bearbeiters Sage. Diesen Filter, Sie sehen jetzt seinen Namen, können Sie dann jederzeit auch wieder aufrufen. Sie können ihn löschen, je nachdem, was Sie damit machen möchten. Und zusätzlich haben wir noch was ganz Neues für Sie geschaffen. Sie können auch sortieren, beispielsweise auf- oder absteigen nach dem Jahr. Und zusätzlich können Sie das dann noch innerhalb der Jahre, Sie können eine mehrstufige Sortierung sozusagen erwirken, indem Sie sagen, ich hätte es gern sortiert nach Jahr 2017 und innerhalb des Jahres beispielsweise aufsteigend nach Beträgen. So können Sie auch ganz individuell sortieren. Und wenn Ihnen das immer noch nicht reicht, haben wir auch die neue Suche implementiert. Finden Sie hier oben. Das ist eine Suche auf alle Spalten, die Sie sehen. Wenn Sie jetzt beispielsweise die Belegnummer 60.603 suchen,
Dann sehen Sie eben alle dazugehörigen Belege mit der 6003. Gegebenenfalls möchten Sie das noch für den Aber suchen. Und dann geben Sie ganz einfach zusätzlich den Suchbegriff Aber ein. Und entsprechend sehen Sie hier Aber Sauerlach, Belegnummer 6003. Und so kommen Sie ganz einfach zu Ihrem Ergebnis. Wenn Sie jetzt noch zusätzlich das Jahr 2016 suchen, geben Sie eben noch 2016 dazu ein. Und so finden Sie ganz einfach hier 25.01.2016, die Belegnummer 6003, Aber Sauerlach. Und das ist der Beleg, den Sie sich gesucht haben. Und das geht alles in den neuen Listen an jeder Stelle. Auch hier unten in den Positionen suchen Sie dann vielleicht den Deckenfluter, geben Sie Antin ein und finden entsprechend auch ganz einfach diese Position. So kommen Sie viel schneller zu Ihrem Ziel. Sie können das direkt im System machen, auch ohne dass Sie diese Listen nach beispielsweise Excel exportieren müssen, um sie dort weiterzuarbeiten. Das hat den Vorteil, dass Sie immer auf Echtdaten, auf Live-Daten arbeiten. Ja, in dem Moment, wo Sie es nach Excel exportieren, sind die Daten gegebenenfalls schon alt. Das ist ein erster Eindruck für Sie bezüglich der neuen intelligenten Listen in der Sage 100.